Oh, aber ganz unbedingt. Ihr wisst, jede Abweichung kann das ganze Experiment ruinieren. Twilight hat das vorhin gesagt. Irgendwelche Veränderungen, die euch noch auffallen? Irgendwelche Abweichungen? Ich habe noch ein paar Dinge bemerkt. Ja, ich auch. Exzellent. Ein bisschen weiter nach links. Nein, mein links. Ja, noch ein bisschen. Oh, nein, 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 ein bisschen weiter rechts. Die Wolke über unserem Tisch sah auch aus wie ein Rieseneisbecher. Perfekt! Nein, 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 die hat ja kaum Zimmertemperatur. Garçon? Garçon, bitte hier drüben. Nein, nichts. Und habt ihr auch ganz sicher nichts vergessen? Vielleicht irgendein kleines Detail von eurem Essen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, wir haben wirklich versucht, jedes einzelne Detail unseres gemeinsamen Essens bis zum Ende auszuschöpfen. Ja, Tja, Twilight, wenn du es jetzt nicht verstehst, dann kannst du es wahrscheinlich gar nicht verstehen. Aber es ist sehr wichtig, dass ich es auch verstehe. Es ist zum Wohle Equestrias. Nun, vielleicht sollten wir uns die gesammelten Daten nochmal ansehen. Oh, aber natürlich, hier gibt es noch ein kleines Detail, das haben wir nicht beachtet. Was? Na dich! Mich? Du hast uns nicht beobachtet. Wie wir uns auch anstrengen, wir können unser lustiges Wochenende auf keinen Fall so exakt nachstellen, wie es gewesen ist, weil du uns alle beobachtest. Und du warst nicht da. Da hat er wohl recht. Mit diesem Experiment kannst du beweisen, dass ich Momente der Unbeschwertheit zwischen Freunden auf keinen Fall nachstellen lassen, damit andere an dieser Erfahrung teilhaben können. Und da hat er schon wieder recht. Oh, keine Sorge, Liebes. Es gibt noch einige Gelegenheiten, so viel Spaß mit Discord zu erleben, wie wir ihn hatten, während du weg warst. Ja, und ich wette, das wird sicher auch ein super lustiger Spaß. Ja, absolut. Ich kaufe ihn das nicht ab. Nicht für eine Sekunde. Hier geht doch irgendetwas anderes vor sich, Spike. Naja, vielleicht auch nicht. Lass es auf sich beruhen. Sei nicht eifersüchtig. Selbst wenn ich darüber überhaupt nicht lachen kann, sollte ich verstehen können, warum sie so unglaublich viel Spaß miteinander hatten. Ich komme nicht dahinter. Ich verstehe es nicht. Es ergibt einfach keinen Sinn. Manche Dinge lassen sich nicht erklären. Unsere Freunde glauben, es sei etwas Großartiges passiert. Aber nein, es war etwas Fürchterliches. Wer weiß, was passiert, wenn wir den Zauber brechen, unter dem sie stehen? Ein Zauber? Komm mit, Spike! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Sikora, würdest du mir bitte helfen, Discords Magie zu brechen? Wie kannst du nur sicher gehen, dass sie tatsächlich unter einem Zauber stehen? Sie haben viel Spaß mit Discord, das ist der Grund! Oh, eine Freundschaft mit Discord kann einen schockieren. Aber muss man sie deshalb auch gleich blockieren? Glaub mir, sie würden niemals so lachen, wenn da nicht auch Magie im Spiel wäre. Es ist nicht so lustig. Ich weiß, was lustig ist. Okay, dieser Trank wird sie vom Zauber trennen. Dann wirst du die Wahrheit dahinter erkennen. Moment! Wenn das der Trank ist, was köchelt dann hier im Kessel? Nun, es schafft im Raum Gemütlichkeit und dient dem Zauberaspekt. Aber wenn ich ehrlich sein soll, geht's nur um den magischen Effekt. Ich frage mich, warum sie uns so früh hierher bestellt hat. Vielleicht ein neues Abenteuer auf dem Plan? Nö, keine leuchtenden Schönheitsflecken. Vielleicht geht es gar nicht um ein Abenteuer. Vielleicht will sie uns erzählen, was sie letzte Nacht geträumt hat. Hey, Leute! Du bist ganz aufgeregt. Und ob ich aufgeregt bin, wir werden heute eine Menge Spaß haben. Ja. Nur noch eine winzige, minimale, mikroskopische Sache, bevor es losgeht. Nehmt bitte alle ein Schlückchen von dem Trank, der Discords Zauber aufheben wird. Was meinst du?
Ihr müsst euch nicht schämen. Was ist dabei? Discord hat euch verzaubert, damit ihr denkt, ihr hattet Spaß mit ihm. Und jetzt erzählt ihr euch sogar andauernd Insider-Witze, über die ihr alle ständig lachen müsst. Keine Sorge, ihr wart nicht vorsichtig genug. Ich hab's verstanden.